Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rabens. Ich bin wieder euer Poison Black von unserer Pro Poison LP. Und es gibt keinen Ort. So. Ich müsste ins Kloster. Oder. Ah, ich habe jetzt so viel Mana, dass ich nicht mehr voll werde. Immer diese Besessenheit. Jetzt werde ich wohl nicht mehr schlafen können. Zwei davon tun weh. Aber ich werde lernen müssen, mit denen klarzukommen. Ob in der Addon-Welt jetzt auch solche Leute rumlaufen, die Suchenden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nämlich nicht. Das Gefühl habe ich doch schon. Hey, du, Kollege. Was willst du? Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, wie man hier in diesem Kaff an Geld kommen kann. Und? Ich glaube, ich habe da eine Möglichkeit aufgetan, wie wir schnelles Geld machen können. Ein Händler aus der Stadt würde für eine bestimmte Sache eine Menge Kohle springen lassen. Um was geht es? Der Händler meint, dass er Schattenläuferhörner sehr gewinnbringend vermarkten kann. Jemand müsste in den Wald gehen und diese Biester ausschlachten. Und da habe ich an dich gedacht. Von welchem Händler sprichst du da? Nee, Kollege, ich bin doch nicht dämlich und verrate meine Quelle. Da bist du an den Falschen geraten, mein Lieber.
Entweder du machst den Deal mit mir oder gar nicht, klar? Warum erzählst du mir das? Ich kann es nicht machen. Ich muss hier bleiben und auf die dämlichen Schafe aufpassen. Du meinst die Bauern? Sag ich doch. Wie viel ist denn da zu holen? Eine Menge Geld, sage ich dir. Auf jeden Fall wird es sich für uns beide lohnen. Und weil du mir damals das Gold gegeben hast, mache ich dir einen Sonderpreis. Klingt gut. Du hörst von mir, wenn ich an Hörner rankomme. Kann schon. Ich habe hier noch Schattenläuferhörner für deinen Händler. Gut, her damit. Besorge mir mehr. Wer weiß, wie lange der Stadthändler die Dinger noch haben will. Hier hast du deinen Anteil. Oh. Das ist eine schöne Summe. Da. Ich wusste, dass hier noch einer ist. Ich werde hier echt noch verrecken wegen den Leuten. Einmal speichern. Ah, ein Kampf. So. Dann wollen wir mal nach Lee. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich war im Minental. Dort gibt es Drachen. Sie haben den Paladinen ganz schön zugesetzt. So, dann ist an den Geschichten also tatsächlich was dran. Das wird Sie interessieren. Hast du was zu tun für mich? Hast du den schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst da mal nach dem Rechten sehen und legst die Kerle um. Also, das hat er doch vorher gewusst. Mach ich. Ich hab mir das schon gedacht. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe Gorn befreit. Ja, er hat mir schon davon berichtet. Gute Arbeit. Er ist mehr wert als Silvio und seine Jungs zusammen. Finde ich auch. Wir haben ihn natürlich doch noch. Hast du eine bessere Rüstung für mich? Ich habe eine. Gib mir die schwere Rüstung. Das hat er doch vorher hier, gewusst. Eine sehr gute Rüstung. Es ist die gleiche, die ich auch trage. Ich weiß gar nicht, warum. Hast du nicht noch so was zu tun für mich? Du kriegst den Hals nicht voll, was? Du hast doch so schon genug Ärger. Was willst du denn noch? Noch einen Job. Ich bin Söldner, schon vergessen? In Ordnung. Ich hab da was. Das wäre genau das Richtige für dich. Ich habe mit dem Richter der Stadt noch eine Rechnung offen. Am liebsten würde ich die Sache selbst erledigen. Das war doch schon die vorher. Paladine würden mich aber nicht mal nahe genug an sein Haus lassen, um mit einem Stein nach ihm werfen zu können. Die Sache muss schon ein bisschen durchdachter ablaufen. Also pass auf. Du wirst zum Richter gehen und ihm deine Dienste anbieten. Du wirst versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen
und irgendwelche schmierigen Aufträge für ihn erledigen, bis du etwas Belastendes gegen ihn finden kannst. Zu mir geht es der besser. Kerl hat so viel Dreck am Stecken, dass es zum Himmel stinkt. Ich glaube nicht. Bring mir etwas, womit ich ihn bei der Miliz anschwärzen kann, sodass er für den Rest seines Lebens im Knast verschimmelt. Ich will aber nicht, dass du ihn umbringst. Das wäre viel zu schnell. Ich will, dass er leidet, verstehst du? Meinst du, du kriegst das hin? Ich habe klar einiges gehört. Kein Problem. Wie viel? Deine Belohnung hängt davon ab, was du mir bringst. Warum er sich so aufregt. Also, streng dich an. Das ist doch alles nur Gerede. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Ich bin mir nicht so sicher. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut, vielleicht denkt Lord Hagen jetzt noch einmal über mein Angebot nach. Und wenn nicht, dann werden wir einen anderen Weg finden, hier wegzukommen. Alles klar. Von mir hatte das nicht. Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Man darf nicht alles glauben, was man hört. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Ja. Was ist denn mich hier so? Ich wundere mich aber gar nichts mehr. Das war doch klar. Ja, sehr schön. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hey, Khaled. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Es kommt nur auf die Kraft. Also komm hier nicht. Welche war nur die beste? Ich hab mir das schon gedacht. Drachenbogen? Eichenbogen? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Meinst du, mir geht es besser? Zum ersten Mal. Zahl mir meinen Sold aus. Wo warst du die letzten Tage? Du hast dich nicht bei mir blicken lassen. Du könntest dich wer weiß wo rumgetrieben haben. Ach du Scheiße. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich habe so einiges gehört. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Da müssen wir nochmal zuhören. Ich will. Was? Ich hatte deine Eier gewusst. Na bitte. Auf mir erfährt kein Auto. Nice. Was haben meine. Ich bin mir da nicht so sicher. Alles Dreier? Dreier, alles klar. So, Ich habe da meine eigene Meinung. Brauchst du das nicht zu sagen? Machen wir das, worum uns Torloff gebeten hat, würde ich sagen. Drachensnapper. Die machen mir schon ein bisschen Angst. Und das nicht umsonst. Wie schaffen das Krieger? Was? Dass das geklappt hat?
Ich dachte, das wäre jetzt mein Ende. Aber das war zum Glück nicht so. Halt's mal. Da unten war noch einer. Was ist, wenn ich ihn mit dem magischen Bogen abrotze? Kriegen die da mehr Schaden? Macht eigentlich keinen Unterschied. Schade. Und besonders schade ist, dass die Pfeile so rar und einzigartig sind. Was würde ich nur tun, wenn die anderen nicht aufhören würden zu schießen oder gar nicht erschießen? Ja, sterben. Reicht das für Torloff jetzt? Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Und dann? Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Werde ich. Das versuch. Albträume verwehren dir die Erholung. Ach ja. Wir haben ihn natürlich doch. Du stehst falsch. Selbst ist er nicht. Oh, hey, Dorlof. Warte mal. Wir haben ihn natürlich doch. Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht.
Ja, das hast du nett ausgedrückt. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Dann sollte ich jetzt ins Kloster gehen. Meine Meinung will ja keine Ahnung. Und ja. Vielleicht können. Ja, ich glaube, ich muss dafür sogar Geld zahlen, wenn ich vor der Dings mir geholfen werden soll oder so. Und ich bin gerade sogar ziemlich froh, dass ich gelernt habe, Schattenläufer die Hörner abzuziehen. Das macht es einfacher. Und mich reicher. Selbstverständlich. Dann wollen wir mal. Nee, ein weiter. Aber ich würde euch mal sagen, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, hinterlasst konstruktive Kritik und haut raus. Bis nächstes Mal. Ciao.